Ja, heute mal nicht weiter in der Deponia vor Produktion, sondern heute mal Minecraft Nintendo Switch. Ja, wir spielen heute Nintendo Minecraft Switch. Minecraft Arno, ein neuer Part. Auf geht's. Ja, tut mir jetzt natürlich leid, wenn ich hier irgendwen gespoilert habe. Ein neues Projekt auf meinem Kanal. Falls das noch jemand nicht mitbekommen haben sollte. Tut mir leid. Ja, Achtung, Spoiler. Ach, ich dachte gerade, ich wäre in der falschen Welt. Ach so, hätte die falsche Map geladen. Nee, dann lädt die... Ah, hier bin ich also im... Ich bin hier noch im Turm. Ich musste erstmal gerade zurechtkommen, wo ich hier aufgehört habe, wo ich hier gelandet bin. Aha, okay, hier sind wir also noch im Turm. Puh, okay, ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich dachte gerade... wäre schon in anderen. Ich habe ja eine Probewelt sozusagen, also ja, nicht nur sozusagen, es gibt eine Probewelt, in der unter anderem auch Sachen passieren wie ja, die Challenge, also die Jump'n'Run Challenge, die muss natürlich in einer anderen Map passieren, auf einem anderen, ja, Server, sind das Server? Ja, alles klar. Da ist der Turm zu Ende gebaut worden. Den haben wir im letzten Part beendet. Ja, ich würde mal gleich mal schlafen gehen. Ich sehe schon den Mond aufgehen und die Sonne unter. Ja, einmal schlafen. Zu Beginn des Parts. So. Na dann, ich würde mal sagen, heute die Mission mal Holz sammeln. Holz. Ordentlich abgraben. Alles, was wir finden. Und dann mal, ja, Glas brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Alles Holz nehmen, was wir haben. Und dann damit mal an den Brückenbau gehen. Das war da mal... was hinkriegen. Ich glaube, wir suchen uns mal eine Holzart aus. Ja, jetzt haben wir noch nicht so viel von. Ja, hier in der Truhe ist nicht viel Holz vorhanden. Dann würde ich mal sagen, eine Axt bräuchten wir. Oder sogar mehrere. Hier haben wir eine goldene Schaufel. Eine Axt. Haben wir denn hier? Das Zeug, 22 Eisenbahn, das reicht erstmal noch für eine Axt, Eisenaxt, ja, können wir erstmal gebrauchen, zurück mit dem Eisen, wir müssen mal demnächst neues Eisen holen, das ist auch dringend immer wieder nötig, hier haben wir Birkenbretter, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo Birke finden, damit wir mal ein bisschen, ja, damit wir mal ein bisschen Material für die Brücke sammeln. Wird bestimmt auch mal wieder ein Patchwork-Projekt. Wird verschiedene, ja, hier habe ich schon Eiche eingesammelt. Ja, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir eine kunterbunte Brücke aus verschiedenen Holzsorten und Holzarten nehmen. Das war da das machen, was wir haben. Weil so viel Holz haben wir gar nicht zur Verfügung. Deshalb müssen wir das nehmen, was wir haben. Und ja, dann halt mit dem bauen, was wir uns gesammelt haben und damit zurechtkommen. Das heißt, kann unter Umständen schon mal sein, dass ein dunkleres Holz
neben einem helleren liegt. Jetzt erstmal abbauen. Wir haben sehr wenig Holz auf Vorrat. Und da es hier keinen Baumarkt gibt in Minecraft, wo wir uns Holz einkaufen könnten, müssen wir wohl oder übel in die Natur rausgehen, vielleicht auch außerhalb des Dorfes mal gehen und das Holz einsammeln. Hier vielleicht neue Setzlinge einpflanzen, damit auch schön was nachwächst. Ja, so schaut's aus. Heute mal ganz entspannt. Holz, Holz, Holz. Abgeerntet. Ich und mein Holz. Ja. Best Friends Forever HDI GDL. Yep. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Jo. Ich kann nicht singen, deshalb lasse ich es mal am besten. So, hier mal hoch, nicht runter, hoch, sagte ich. Bruchstein, ja, das ist jetzt eher schlecht als recht, aber nutzen wir mal erstmal. Haben wir halt hier lauter Bruchsteine in der Gegend rumstehen. So, hier erstmal Blätter abbauen. Laub entfernen. Ach, das ist eine Spitzhacke. Bringt nichts. Eisenaxt. Die Axt ist hier von Nutzen. Na, Holz. So ein großer Baum. Hat natürlich dementsprechend viel Holz. So. Ja, ich überlege gerade, kann man über irgendwas reden in diesem Part, dass wir hier nicht nur über Holz reden. Oh, ein Apfel! Ich will diesen Apfel. Zum Glück keinen Fallschaden. So, hier mal was einsammeln, was auf den Boden gefallen ist. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, müsste dieses Video am Montag online kommen. Ist das Video für Montag geplant? Ich drehe das jetzt am Freitagabend. Ich habe es euch vorhin schon gezeigt, kann ich hier nochmal zeigen. Es ist tatsächlich 23.28 Uhr. Das Datum sieht man jetzt hier nicht unbedingt. Ja. Freitagabend. Ich mache ein bisschen Minecraft Anno. Ich nehme ein bisschen Minecraft Anno auf. Ja, in gewisser Weise mache ich es auch. Ist nicht ganz falsch, dass ich Minecraft Anno mache. Klingt zwar erstmal ein bisschen komisch formuliert, aber ja, kann man durchaus so sagen. Es ist Montag, wenn ihr das Video seht. Montag 14 Uhr. Oder je nachdem, wann ihr es seht, halt auch später. Es ist auf keinen Fall Montag vor 14 Uhr. Und weil das Video erst 14 Uhr online kommen wird, es sei denn, es ist irgendwie ein Upload-Fehler und es ist, das Video kommt schon in besonderer Weise raus, aber das ist doch eher in den seltensten Fällen der Fall. Oh, kleine Abenteuerparcours hier. Oh wei. Ja, das heißt, wenn heute Montag ist, waren gestern Europawahlen. Und wenn heute Montag 14 Uhr ist, wissen wir auch schon, also wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. So
zumindest könnte man das, könntet ihr das wissen, wenn ihr die Sachen verfolgt habt, also wenn ihr die, wenn die Europawahlergebnisse verfolgt habt, müsste das gestern Abend irgendwann so gegen Nacht herum oder gegen früher Morgen müsste das mal, müssten die Ergebnisse mal verkündet worden sein. Tja, da bin ich gespannt. Da kann ich leider noch nicht mitreden, da ich das am Freitag aufnehme. Stehen mir noch die Europawahlen bevor. Ich werde noch wählen gehen. Ihr wart schon wählen, hoffentlich. Hoffentlich wart ihr schon wählen. Das ist gerade ein ziemlich crazy Talk hier gerade. Verrücktes Gelaber hier. Ihr habt es schon, ich werde es noch, oder ja, in welcher Zukunft und in welcher Vergangenheit wir uns gerade befinden. Oh, das könnte tödlich sein. Apfel haben wir dabei. Bringt nicht so viel. Da wir ziemlich ausgehungert sind. Jo, der Baum ist weg. Jo. Da schreibt es mir noch mal in die Kommentare. Nein, nicht, was ihr gewählt habt, das könnt ihr für euch behalten. Das könnt ihr mir natürlich auch schreiben, wenn ihr wollt, aber müsst ihr nicht. Ist eine geheime Wahl, könnt ihr für euch behalten. Aber könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was wurde denn gewählt? Was haben die Leute denn gewählt? Wie sind die Entscheidungen? Also ich werde es natürlich, ich werde es wahrscheinlich dann auch erst am Dienstag sehen, wahrscheinlich oder am Montagabend, wenn ich dann halt die Kommentare mal durchlese. Am Montagabend, wenn ich aus der Schule zurückkomme, aus der Berufsschule, werde ich mal schauen. Dann werde ich es wahrscheinlich schon wissen. Ich werde am Sonntag wahrscheinlich die Wahl mitverfolgt haben. Ich werde wählen gegangen sein. Foto 2. Ja, und wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich etwas getan haben werde, ja, das ist sicher, also dass ich am Sonntag gewesen sein sollte, wie auch immer, das ist sicher. Ich breche mir noch am morgigen Samstag. Oder am gestrigen Samstag, oder am vorgestrigen Samstag. Oh, die Zeit von verrückt. Ich breche mir noch unterwegs beide Arme und beide Beine. Oder wache einfach morgen früh nicht mehr auf. Am Samstag nicht mehr auf. Ja. Dann kann es natürlich sein, dass dann nicht wählen gehe und ich irgendwie verhindert bin. Das ist natürlich, ja, durch eigenes Ableben kann das nicht. Das ist natürlich eine Entschuldigung. Ich glaube, das ist eine akzeptable Entschuldigung. Eigenes Ableben ist eine Entschuldigung, nicht zur Wahl zu gehen. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Also reden wir nicht zu viel darüber, sonst passiert es noch tatsächlich. Dann kriegt er keinen. Was kommt eigentlich morgen? Ich glaube, das Lego Movie Video Game, oder? Was steht auf dem Uploadplan? Ich habe ihn eigentlich jetzt gar nicht auswendig. Was habe ich für morgen? Ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich sehe es, ich lese es eh viel zu spät. Ja. Was ihr mir aber mal wirklich in die Kommentare schreiben könnt, wart ihr wählen? Das würde mich mal interessieren. Oder wart ihr nicht wählen? Und also wenn ihr nicht wählen wart, dann warum? Warum wart ihr nicht wählen? Ich hoffe, ihr wart alle wählen. Und wenn ihr wählen durftet, gibt natürlich auch einige, die noch minderjährig sind und oder nicht wahlberechtigt. Ja, die müssen dann halt einfach,
Die haben dann einfach ganz doll und ganz fest an ihre Partei gedacht, die sie gerne wählen würden. Ja. Ist ein bisschen blöd. Also ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, haben wir schon mal in dem Part darüber geredet. Ja, in dem Wahlkampf-Themen-Part haben wir darüber geredet. Wahlen ab 16 ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man sich jetzt, ne, wenn ihr 16 seid, Europawahlen sind, man nimmt es schon wahr irgendwie, so mit, ich glaube mit 16 nimmt man das jetzt schon, gerade jetzt in Zeiten von Artikel 13 und Fridays for Future, nimmt man das gerade sehr wahr, ist das gerade ein heißes Thema und, gerade Fridays for Future. Das finde ich extrem bitter. Also es ist gerade so ein bisschen, ja, die meisten Fridays for Future Demonstranten sind doch eher zwischen 12 und 16. Zwischen 12 und 17 oder so, keine Ahnung. Die haben die ganze Zeit demonstriert und sich fürs Klima eingesetzt und fürs Klima, gegen die Klimaerwärmung. Waren die ganze Zeit politisch aktiv und ja, jetzt sind Europawahlen, jetzt könnten sie bei der Schicksalswahl mitmachen, aber nö, ist halt mit 15, 16, 17 noch nicht dran. Bei der nächsten Europawahl dann, falls man nicht jetzt bei dieser Europawahl lauter rechte Leute im Europaparlament gewählt haben. Da kann ich euch schon mal versichern, ich werde keine rechtsextreme Partei wählen. So viel schon mal sei gesagt. Ich glaube, so Leute, die meine Videos gucken regelmäßig, denen müsste fast klar sein, was ich wähle. Ich werde es nicht sagen, ich werde einfach dazu schweigen. Ich weiß schon, wen ich wähle, aber ja. Vielleicht auch Leute, die auf Discord mit mir so des Öfteren schreiben. Muss man eigentlich nur meine Videos geguckt haben. Meine letzten Minecraft Arno Videos und so. Ja, wird eigentlich recht klar. Meine Posts auf Instagram und Twitter. Ja, es ist nicht. Kann man sehen. Kann man erkennen, kann man sich denken. Für welche Partei ich so bin. Ja. Gut. Pessimistische Zukunftsvisionen müssen wir jetzt nicht ausüben. Ich denke mal, ein braunes Europaparlament werden wir jetzt nicht kriegen. Auch wenn es vielleicht ein paar Stimmen mehr für gewisse rechtsextreme Kräfte gibt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Hätte ich doch für unwahrscheinlich, dass das Parlament voller rechtsextrem gesinnter Leute ist voller Leute. Sprache. Ja. Ihr durftet natürlich alles wählen, was ihr wolltet. Ja, Vergangenheitsform. Kann man keinem verbieten, was zu wählen. So funktioniert Demokratie. Da muss man halt auch mal aushalten, dass Leute entsprechende Parteien
die ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt nennen muss, wählen. Ja. Was ihr wählt, ist egal. Hauptsache ihr geht wählen. Ihr ginkt wählen. Hashtag ginkt wählen. Nee. Macht Spaß beiseite. Ja, jetzt müssen wir aufhören, über die Wahlen zu reden. Die sind eh schon passé. Und wie es abgelaufen ist, kann ich eh nicht sagen. Hören wir mal auf, in Futur 2 zu reden. Zukunftsgespräche bringen uns auch nicht weiter. Ja, also. Irgendwelche Themen, die gerade so aktuell sind. Tja, gerade ist natürlich jetzt am Freitag, ouch, Falschan. Gerade am Freitag, wo ich das aufnehme, ist natürlich die Europawahl ein brandheißes Thema. Könnt ihr euch vorstellen. Ja, kann ich nur in die Zukunft gucken. Das wird am Montag so ein heißes Thema sein. Die Großdepression nach der Wahl. Das Falsche wurde gewählt. Ja. Oder die große Freude. Je nachdem, was ihr gewählt habt. Oder wie es abgelaufen ist, wer weiß. Könnt ihr mir mal reinschreiben. Das interessiert mich wirklich. Könnt ihr mal ausnahmsweise mal einen Kommentar schreiben. Ja. Weiter wählen. Könnt ihr mir gerne, also wenn ihr wollt, könnt ihr mir verraten, was ihr gewählt habt. Müsst ihr nicht. Könnt mir aber verraten, ob eure Partei, ohne mir zu verraten, welcher Partei es ist. Da ist mein SD-Card runtergefallen, also die Hülle von meiner SD-Card. Den Adapter. Meine SD-Card steckt in der Kamera. Ja, sonst würde es hier nicht funktionieren. Ja, wir müssen gleich neue Pflanzen gehen. Ja, 52 Holz haben wir schon. Das reicht vielleicht auch nicht ganz. Den würde ich vielleicht auch offscreen mal ein bisschen weiter sammeln. Wäre vielleicht nötig. Und dann setzen wir heute vielleicht schon mal den, also trotzdem auch, wenn wir noch nicht ganz so viel haben, setzen wir heute schon mal den Grundstein für die Brücke. Ich weiß nicht, wie man das bei Brücken nennt. Ja, das erste Holz. So, ja. Ich habe noch nicht wirklich eine Idee, wie ich das machen werde, aber ja, werden wir schon schauen. Werden wir mal eine Idee finden. Ich glaube, hier lang müssen wir dann. Da bauen wir hier so eine große Brücke lang. Nicht eine kleine, sondern eine große. Dann würde ich erstmal anfangen von hier aus, wahrscheinlich vom Turm aus, Richtung das Gebirge zu gehen, da mal eine Brücke zu bauen, dass man hier nicht durchs Tal marschieren muss. Ja, es wird schon düster. Sie ist ja schon. Oh, eine Tür. Die habe ich da wohl aufs Screen mal platziert. Das ist die Tür zur Wildnis. Ja. Sehr gut. Ich gehe mal schlafen und dann gleich mal was schnabulieren. Damit ich nicht aushungere. Autsch. Und ich sterbe, weil mein letztes Herz verreckt. Ja. Na jutens. Einmal schlafen gehen. Und dann können wir mal gucken, wo wir das erste Holz hinsetzen. Sind doch
mehr Eichenbretter als, also mehr Eichenholzteile als die Birkenbretter. Deshalb werden wir wahrscheinlich weitestgehend aus Eiche bauen. Hier mal gleich Pflanzen. Haben wir genug, damit es nachwachsen kann. Ja, alle 44 werden wir hier nicht einpflanzen, sonst haben wir hier gleich einen Wald im Dorf. Jo. Hier noch eine. Schön nachpflanzen, so muss das sein. Wer Holz nimmt, muss auch neues Holz nachpflanzen, aber was für die Natur tun. Das Ding haben wir ja genug. Ach so, essen wollte ich was. Naja, Apfel habe ich jetzt mit dabei. Reicht vielleicht ein bisschen. Ja, finden wir mal eine Idee. Haben wir mal eine Idee, wie wir hier uns den Weg bereiten. Ja, jetzt sind hier die Bäume im Weg. Das ist ein bisschen blöd, aber wird auch bald wieder frei sein, wenn ich hier wegmache. Ich höre Skelette. Das ist nicht gut. Naja, hier vielleicht können wir hier mal anfangen. Hier mal den ersten. Das erste Holz da einsetzen. Könnte man mal versuchen. So, Eichenbretter haben wir jetzt genug. Oh je, ja. Das sind schon 3,5 volle Kästchen. Das vermehrt sich ja richtig. So, dann würde ich immer dazu tendieren, einfach mal so einen kleinen Holzweg zu starten. Einfach mal gerade darüber. Nein, schon verbaut. Ja, kriegen wir den wieder? Ja, kriegen wir. Naja, nicht, wenn er runterfällt. Jeder Block ist wertvoll. Müssen wir gucken, wie wir dann hier bauen. Aus der Luft heraus. Uns mal hier einen kleinen Steg machen. Müssen wir dann schauen, dass wir den breit genug machen, dass wir nicht runter. Oh ja, jetzt haben wir hier schon mit dem Falschen angefangen. Aber gut, sollte ja eh Patchwork werden. Haben wir ja schon angekündigt. So. Nicht zu viel Fallschaden kassieren. Davor habe ich jetzt hier natürlich Angst. Es wird immer höher. Da muss gleich mal demonstriert, wie es nicht sein darf. Ja, hier. Solche luftigen Höhen sind natürlich immer ein bisschen, ja, haben was für sich. Joa, ist ein weiter Weg bis drüben. Da haben wir hier so ein bisschen. Können wir hier vielleicht Zaun irgendwie dran machen, dass man dann sich nicht so einfach runterstürzt. Aber erstmal ein kleiner Pfad hier. Nein, so nicht. So, die Brücke zur Basis. Basis rüber. Das ist der Plan. Ja, das ist ein weiter Weg dort bis hinter. Aber ja. Eine Umgehungsstraße für die Täler. Dass man hier nicht durch die Wildnis laufen muss, sondern dass man hier sich hier über die Gebirge entlang hangeln kann. Mein Handy vibriert. Ja, was auch immer. Das für eine Nachricht war, muss ich leider sagen, geht gerade nicht. Da bin ich in einer Aufnahme.
kann da leider nicht rangehen. So, okay. So, hier gibt es auch noch mal ein bisschen Holz. Ja, könnte man jetzt auch mitnehmen. Wenn es jetzt alle wird, können wir hier ins Tal runtergehen und was holen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dem, was wir hier haben. Es reicht auf jeden Fall erstmal ein kleines bisschen. Ganz vorsichtig, lieber langsamer und vorsichtig als schnell und tot. Ja, das bringt dann auch recht wenig. Ja, jetzt haben wir hier schon den ersten kleinen Steg gemacht. Hübsch sieht das noch nicht sonderlich aus, aber das Geländer können wir dann später noch dran machen. Die Funktionsweise ist erstmal wichtig. Ach Mensch, ach verdammt. Mein letztes Herz, ich werde gleich hier verrecken. Dann weiß ich zumindest, wo mein Zeug liegt, aber ja. Sollten wir vielleicht trotzdem nicht. Ich habe gerade noch ein Herz. Das ist ein bisschen blöder. Ich glaube, die beste und einfachste Methode ist halt einfach über diesen Weg hier zu bauen. Eine andere Methode wäre von unten aus zu bauen. Da müsste man halt irgendwelche Gerüste aus Stein oder aus Erde und die bauen, aber das ist glaube ich viel zu umständlich, bis wir da was Vernünftiges geschafft haben. Können wir über diesen Weg fünfmal fertig werden. Jo. Bei Profis geht das dann noch ein bisschen schneller. Ist dann noch ein bisschen schneller voran. Die wissen dann, wie sie den Stein setzen, ohne runterzufallen. Den Block. Jo. Da kommen wir doch vielleicht heute mal schon bis zum ersten Gebirge dort, bis zum Lama-Gebirge. Ich habe da in der Ferne einen Lama gesehen. Ach verdammt, ich habe es prophezeit. Mein Holz. Ich muss... Ja, geht vielleicht auch so. Ja, noch ist es auf keiner Höhe. Aber nachher, wenn wir dann von dem einen Gebirge, von dem einen hohen Gebirge über das Wasser laufen und so weiter, da müssen wir schon auf die bewährte Technik gehen. Über Wasser ist es ja, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man da unten im Wasser landet. Überlegt man es ja. Fängt einem das Wasser ja auf, wie wir es in unserem Keller schon haben. Ja, dann geht es wieder runter. Da können wir nicht weiter bauen. Ja. Das wird doch schon. Das hat doch schon. Ja. Ist doch schon ein bisschen ein Breit nicht lang. Klingt doch nach einem Plan hier. Kann es erstmal nicht runterfallen, sonst nicht so häufig. Auf dieser Höhe geht's noch, da wird es noch nicht so tödlich sein, aber wenn man da unten nicht da was drüber bauen würde und dann falsch stellen. Ja, das ist nicht so spaßig. Ich glaube, wir sollten uns mal Richtung Heimat aufmachen. Richtung Heimat, jetzt. Ach, verdammt. Da fehlt halt noch das Gelände. Thank you.
Ja, und dann geht es dann weiter. Da geht es dann tief runter. Das ist ein Projekt, wo wir dann höllisch aufpassen müssen. Ja. So schaut es aus. Die Holzbrücke nach drüben. Jodi, waudi, wau. Und so weiter und so fort. Hier dann, dort dann. Ja, das sollte uns eher seltener passieren. Ja, und dann geht es jetzt hier dann schon wieder geradeaus weiter. Ja, haben wir doch heute schon mal den ersten Pfad gezogen. Die erste Brücke, die uns durch das Tal führt. Ja. Ich glaube, von der Zeit her sind wir ordentlich dabei. Kann es jetzt schon ein Part sein. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Keinen weiteren Part Minecraft Arno, in dem es mit der Brücke weitergeht. Oder generell kein anderes Video auf meinem Kanal verpassen wollt. Ja, man sieht sich in einem anderen Video oder im nächsten Part von Minecraft Arno auf meinem Kanal wieder. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, man sieht sich. Bis dahin und ja, ciao, ciao. Ja, ins Bett muss jetzt eigentlich nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ist ein schöner Endpunkt für den Part, ein schöner Basispunkt. Schauen wir hier mal aus dem Fenster. Schauen wir uns mal die Landschaft an. Ja, und beenden diesen Part. Haut rein.